Nee, nee, ich bin noch. Ja, doch. Nee. Ja, ich bin bei diesen Betonplätzen. Betonklötze. Hä? Ich stehe genau da, wo wir letztens die Aufnahme begonnen haben. Boah, bei mir baut sich gerade erstmal alles auf. Ey, lol. Lol. Ich bin da, wo wir letztens schon die Aufnahme begonnen haben. Was für ein verfickter Zufall. Sorry, dass ich das jetzt so sage, ne? Was denn? Aber genau da, wo uns der Zombie angegriffen hat, wo die Folge beginnt, direkt so. Was mache ich hier? Also irgendwie geht hier gerade voll der Shit ab. Ja. Warum? Ich glaube, ich bin im Haus, was noch nicht aufgebaut. Ah ja, okay. Ne, ich war gerade nur ein bisschen Genau bist verwirrt. du. Ich bin in der Genau Lagerhalle bist du, ganz weil vorne. ich friere und es ist schon so orange. Ich habe einen gebrochenen Arm, das ist rot. Und ich habe Hunger, ja, ich bin ja, ja, ich habe nur Reis zum Reinstopfen, egal. Muss halt rein, ne? Zombie. Und er stand hier direkt vor mir und hat Sag mir, gesagt, wo oh du Gott. bist. Sag mir, wo du bist. An der Lagerhalle ganz vorne, wo wir, beziehungsweise wo ich mich ausgelockt habe. Das heißt, am Hafen. Ja. Ja, ey, du musst jetzt, wenn du die Polizeistation siehst, ne, geh zur Polizeistation. Ja, ich laufe gerade hin. Ja, ich bin jetzt gleich da, ne? Ich bin am Frieren extrem hart. Ja, Ich hab Feuer. Streichhölzer, wir müssen irgendwie Feuer machen. Ja, Problem ist, wir haben keine Axt. Ne? Wir müssen erstmal eine finden und dann irgendwie Feuerholz sammeln. Meinst du, ich sterbe langsamer, wenn ich mich einfach hinschille und nichts mache? Ja, ich denke mal, du wärmst dich ja auf, wenn du rennst. Oder nicht? Ja, aber er sagt die ganze Zeit, I'm freezing, I'm freezing. Also er ist die ganze Zeit am Frieren. Ich bin jetzt hier bei der Bullenwache, ne, direkt auf der Straße. Es laggt und der Bildschirm wird immer heller. Verfickte Scheiße. Hier ist ein Haus. Ich gehe in Hier das sind Haus rein. überall Häuser. Ja. Oh. Oh, hier steht irgendwas. Nein, das ist irgend so ein Desinfektionsscheiß. Wenn du Essen brauchst und trinken, hier Injektions, ist genug ja, davon. also. Nee, ich brauche nur meinen gebrochenen Arm geheilt und ich brauche es warm. Das heißt, ich bräuchte auch mal neue Klamotten, fällt mir gerade auf. So eine verfickte Scheiße. Entschuldigung, ich rede richtig Ja. komisch auf, aber er sagt die ganze Zeit halt, dass er stirbt. Oh nein. Ich will nicht nochmal irgendwo hinlatschen müssen. Jetzt machen wir gerade Essen. Und ja, jetzt fängt das an hier, Hypothermia, ich erfriere oder was auch immer das heißt. Mir geht's gerade extrem kacke. Nein. Oder Also ich Hypothermia. habe noch einiges am Platz, dann würde ich einige Sachen von dir mitnehmen und will, also wenn du zur Not stirbst, dann gebe ich dir das nachher wieder. Ja. Auf jeden Fall ist der Rucksack wichtig, aber ja, keine Ahnung, ne, Rucksack muss man selber finden. Machen wir schon. Komm am besten, ich bin in der Polizeistation. Ich bin gerade da. Vielleicht finde ich irgendwas, was mir den Arsch rettet. Guck mal gerade, ob ich noch irgendwas habe, was Ich mich kann ja mal rettet. in das Krankenhaus gehen und ein Heatpack suchen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da eins ist. Nee, scheiß da auch drauf, ne, also wenn ich jetzt sterbe. Okay. Oder ich mach's jetzt ganz einfach, ne? So, ich mich jetzt um. Was? Nein. Doch, ich bringe mich jetzt um. Vielleicht überlebst Das du ja, geht nicht. warte. Ja, hier, ich bin hier in dem Raum drin. Dein Ernst? Ja, weiß nicht, was soll ich Harter machen, ne? Suicide. Was ist das Ja, denn? Ben musste das ja auch filmen, ne? Also wenn ich schon abdrücke. Ja. Warte. Ja, soll ich? Wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Ja, wir finden eh nicht so schnell was, ne? Also ich erfriere auf jeden Fall, mein Bildschirm ist schon fast. Ja, egal, ich erschieß mich jetzt, ne? Ja, ist auch so. Bin ich tot? Ja, ne? Ist schön. Loote mich. Mach das Beste draus und keine Ahnung. So eine Scheiße. Ich würde dann später einfach wiedergeben. Einfach so. Ich hoffe, ich finde jetzt auf die Schnelle, was ich bin in der Nähe, ich weiß nicht, ich muss in der Nähe sein. So viel Scheißglück müssen wir jetzt haben. Jo.
Egal, dann haben wir ja einen schönen Anfang, ne? Wieder Direkt heute einen Abend. Selbstmord gefilmt. Direkt am Anfang. So Ja. fängt das an. Ja, das ist ja immer so wunderschön. Freunde. Du musst mich wenigstens angucken. Oh, aber es fängt irgendwie an, irgendwie die Sonne zu scheinen, oder? Ich bin Ja, aber jetzt. mitten im Wald. Du glaubst es nicht, aber ich bin mitten im Wald. Ah, ich sehe aber hier eine kleine City. Und lol. Also es ist auf jeden Fall eine Stadt mitten in der Pampa. Das sagt mir jetzt Ich vier. hab wieder so gut. Ja, ich hab wieder direkt Hunger, ne? Ich spawne und hab Hunger. Ah, hier ist eine Lagerhalle. So ein bisschen aus wie eine Militärbasis. Würde ich drauf steil gehen. Ah, ich würde mal sagen, aber hier ist schön scheiße. Erstmal hier das. Das nehme ich. Das. Ah, Munition nehme ich auch mal mit, ne? Passt gerade so. Oh, direkt. Oh, und eine Feldflasche. Feldflasche. Aber die kann ich gerade nicht einstecken, ne? Ich brauche erst hier irgendwie mal Kleidung oder. Also Kleidung wäre mal. Das nervt mich halt so, wenn du Kleidung brauchst, ist keine Kleidung da. Wenn jetzt hier so ein verschissenes Zombie, wenn so ein blöder Zombie jetzt hier auch noch ist, muss man aufgeben. Hast du denn Ah, eine schon Karte gefunden. Ja. irgendwie Standort, Schild, Ding? Ja, nee, muss ich Ben noch suchen, ne? Also ich versuche jetzt erstmal ganz schön viele Sachen hier irgendwie zu finden, so schnell wie möglich, dass ich, falls gleich irgendwie ein Zombie oder so ein Scheiß kommt, dass ich hier überlebe. Irgendwie, ja, toll, jetzt habe ich so einen Sack gefunden. So aus wie Sack. in so einem Sack. So wie Klamotten, die ich habe. Also ich brauche Klamotten. Ja, so ein Sack, den du jemanden über den Kopf stülpen kannst, ne? Ja, ich muss hier ein bisschen weiter gucken, ne? Vielleicht finde ich so auf die Schnelle was, dass ich überlebe und Sicherheit. ja, hier ist schon mal ein Hammer. Auf jeden Fall ist mir warm, das ist gut. Oh, jetzt ist hier warm. Jetzt kommt die Sonne auch raus, so. Ja, es ist, haben wir angefangen zu, ne? Und so. Ein guter Zeitpunkt gewesen. Ey, hier ist alles, ne? Aber keine Klamotten. Gibt es nicht. Das ist eigentlich immer so, ey, wenn du gerade neu spawnst, dann ist das, was du am meisten brauchst, gar nicht da. Ja, so Tasche und irgendwas, dass du mal Sachen einstecken kannst und so. Egal, hier steht eine Cola. Mit. Karte. Boah, kein Schwein. Aber kann hier nicht irgendwie mal so ein Pullover oder so rumliegen? Das wäre doch mal was Schönes. Oder falls es dann mal ein bisschen kälter wird, würde ich den Pullover mal richtig was hermachen. Aber nein, das Spiel, es gönnt es einem ja nicht. Hast du jetzt eigentlich Borderlands schon geholt? Nee, muss ich noch machen, ne? Kollege war heute da und der hat ein bisschen Not momentan. Und, bin halt nicht dazu jetzt dazu gekommen, irgendwie jetzt großartig Geld ran zu beschaffen oder so und Achso. deswegen muss halt auch Kollegen halt ein bisschen durchfüttern, so sagen wir es so. Und der wird mir jetzt Anfang nächsten Monats halt dann ein Spiel kaufen bzw. ein Spiel ausgeben und es kann sein, dass er mir dann Borderlands 2 auch ausgeben würde, ne? Wenn ich Glück habe. Oder Borderlands 1, je nachdem was ich brauche. Ja, ich denke mal eher zwei, weil ich das ja auch habe. Den ersten habe ich nicht. Naja, er hat das ja auch, er wollte sich das ja auch holen, ne? So, er ist voll der korrekte Kerl. Deswegen mit ihm werde ich das dann auch spielen. Meinst du, es lohnt sich Gummistiefel? Weiß ich nicht. Zieh die einfach mal an, ne? Ist, falls es regnet. Also ich denke mal, die sind eher Ja. dafür gut, wenn ihr jetzt zum Beispiel in so einem See läufst oder so, dass sie nicht direkt durchnässen.
Ja, perfekt. Also Ich realistisch glaube, so gesehen. behalte ich. Ob jetzt wirklich so ist, keine Ja, ich Ahnung. glaube, so behalte ich auch gleich mal an. Ja, okay, so viel habe ich jetzt nicht gefunden, aber ein bisschen Munition könnte ich mitnehmen, falls du die brauchst. Hier sind übrigens einige Leute auf dem Ah, Server. da habe ich hier zum Beispiel diese langen goldenen. 20 Stück. Die 7.62 irgendwas. Ja. Cool. Ja. Ich würde mal sagen. Ja, leider bin ich nicht so hart fündig geworden. Aber was will man machen, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir noch die Feldflasche mit. Oh geil, jetzt habe ich eine Axt gefunden. Ja, super. Aber ich glaube, die brauchst du nicht Ja, mehr. kannst du. Ja, Was? hast recht. Was? Weiß nicht. Ich nehme einfach mal mit und zur Not kann ich ja gleich Feuerholz. Ja, Lol. mach's einfach. Ich habe ein Makarov-Magazin und ich kann das nicht in die Makarov reinstecken. Wie geil ist das denn? Ach, da ist Ja, schon du eins musst drin halt gewesen. irgendwie. Du musst halt jetzt zusehen, wie ich klarkomme, ne? Weil hier so gut wie gar nichts ist. Einfach nur Scheiße auf Reis. Ah, okay, hier habe ich einen Schraubenzieher, das ist schon mal besser als ein olles Messer. Jetzt ist es verbacken, ne? Ja geil, jetzt ist das Messer verbuggt. Wieso? Alter, was hier für ein Bullshit rumliegt. Verschissene Messer ist übelst verbuggt. Ja geil, dann musst du das jetzt behalten, ne? Ich war hier sogar mal auf dem Server drauf, ey. Da, ich glaube echt das Gefühl gehabt, das war so ein Hacker-Server. Da lag auf einer Stelle so zum Beispiel 20 Hämmer. Oder war ein bisschen verbuggt, weil bei DayZ kann man nie sicher sein. Ja. Ja, da hast du wohl recht. So, ich nehme jetzt auf gut Glück einfach mal Munition mit, weil ich ja nichts wirklich habe, um. Vielleicht kann ich mal hochklettern, hier ist die Leiter, das ist da oben. Wer oder so, wenn ich Glück habe. Was ich dann doch zweifle, ob überhaupt. Oh, nee, doch nicht. Nee, Ach nee, du ich hab die Scheiße. Kugel gegriffen, aber wie ich. Aber ich sehe eine Stadt. Gib dir nur Und die 50.000 Yen, der einsetzen sieht kann ich davon. dafür. Ja. Oh doch, hier liegt eine Feuerwehr-Axt. Boah, ja, da, also das ist doch schon mal. Nimm direkt mit am besten. Oh, wunderbar ist das, wunderbar. Ich sag, wie so viele Seiten. Jetzt sag nicht, ich komme hier nicht mehr runter. Hä, wo kotze ich ins Beet? Na doch. Kletter ich mal aufs andere Dach. Scheint lohnt sich das ja. Ah, hier finden wir Maps, Option. Ich renne jetzt einfach mal zu diesem Boot hin. Oder Schiff. Ja, viel Spaß. Wenn du ein Ortsschild findest, dann sag mir das am besten, weil dann kann ich auch gleich nachgucken, wo du ungefähr bist. Aber ich schätze mal, dass es irgendwo Ja. mitten am Marsch liegt. Ja.
überleben. Die sind. Also momentan sieht's auf jeden Fall noch danach aus. Ah, jetzt hatte ich einen Lag. Freuen wir uns noch alle wieder. Was haben wir denn hier so liegen? Oh, eine Sprite, geil. Ja, da muss ich erstmal jetzt die Cola saufen. Müsli, Müsli, miam, miam, miam. Ah, es freut mich ja dann, dass hier doch so viel Loot war, ne? Scheiße. Kann ich nicht einmal den Rucksack finden, direkt. Boah, ich wette mit dir, da ist gleich irgendeiner und der knallt mich voll weg. Ja, ist hier denn einer auf dem Server oder was? Nicht nur einer. Wir sind, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, glaube ich, drauf. Ah, sind ja gar nicht so viele. Aber wenn das ein Hacker-Server ist, ist ja gar nicht so geil. Noch gibt's kein Anzeichen dafür. Ich hoffe, da bleibt's. Oh ja, ich hab einen Pulli gefunden. Schön. Kann ich doch mehr mitnehmen. Gut, dass ich nochmal hingelaufen bin. Also erste Anzeichen auf dem Schiff sagt 0 Spieler. Ah, okay. Das ist gut. Ich bin am überlegen, ob so eine Hasenfalle überhaupt noch was bringt, aber ich glaube ja eher mal nicht, oder? Naja, ich weiß auch nicht, ne? Ich würde mal sagen, nö. Weniger. Ja, ich habe bis jetzt noch keine Waffe gefunden, also außer die Axt. Irgendwas schön, wenn ich eine Schusswaffe finde. So. Ja, die Axt ist doch sowieso One-Hit. Also die Feuerwehr-Axt. Ja, die habe ich auch gefunden. Oh, geil. Ja. Oh, ein Schlagring. Ja, also ein bisschen Essen habe ich jetzt, ne? Und ein bisschen Munition, also. Bisschen dürfte ich überleben.
Alter, ist gar nichts. Aber wir sind auf dem gleichen Server, ne? Ja. Nicht an. Ja. Eine P1 Pistole. Oh. Was hast du jetzt eigentlich von mir mitgenommen? Die Makarov und was zu essen, ziemlich viel, und diesen komischen gelben Case, wo die ganze Munition und so drin war. Ja, das ist doch mal positiv. Und die Wasserflasche. Die Kantine meine ich da, diese Feldflasche. Ja. Eine Feldflasche hätte ich auch hier, die könnte ich auch mitnehmen, aber ich habe nicht so viel Platz, verstehst du? Ich brauche Nahrung und so und den ganzen Shit. Ja. Oh, aber jetzt geht ich doch nicht so oft. Ja, Schau, du! Nein. Direkt mal weg. Ja, aber es gibt nur eine Möglichkeit. Ich hab hier einen gefunden wieder. Was? Achso, Server? Ja. Geht einfach mal drauf. Ich mach jetzt erstmal die Map auf. Ein bisschen Schleichwerbung für die Aufnahme. Naja. Oh, und wie lange hast du vor, heute zu spielen? Keine Ahnung. Wie es. Lange. Wie es Bock macht. Ah. Bald wieder Rauch. Gönn dir. Soll ich jetzt nicht laut gesagt, ne? Da. Wir wollten das beibehalten, dass ich so leise bleibe, ne? Oder? Also mir ist das egal, ich höre dich ja. Ich weiß jetzt nur nicht, Naja, das ist ja gut, ne? Ich meine nur wegen der Aufnahme, so, ne? Ich hab so. Weiß ich nicht, weil ich jetzt ziemlich viel Stoß laber, nicht, dass du nachher dafür irgendwie. Arschtritt kassierst oder so. Alter, du willst nicht wissen, wie viele YouTuber da so viel Scheiße labern, ne? Das ist eigentlich. Ja, ich weiß schon, boing. Ne, aber es. Keine Ahnung, bei dir ist ja so, du hast so ein oder zwei Zuschauer oder drei so. Und es kann ja sein, dass das ja so ganz hochnäsige Leute sind. Also ich will die jetzt nicht beleidigen, ne? Glaube ich nicht. Es kann ja sein, dass das Leute sind, die ich regel das schon. Fisch in den Arsch stecken, weil sie irgendwie. Das Wort Penis hört. Ich glaube, die meisten 14-Jährigen darüber würden sogar lachen. Wo bin ich denn? Am Anus. What? Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, egal. Hast du eigentlich einen Server jetzt schon gefunden? Weil dann suche ich ja, an. Ich bin auf 2 drauf, da steht jetzt Please Wait die ganze Zeit. Okay. Ey, wofür sind eigentlich diese, wenn du diese Cards da ein, du kannst ja, wenn du ein Spiel spielst, kriegst du ja Karten, so die du freischaltest und so, ne? Ja. Ja, und da kannst du, die kannst du doch einmal verkaufen und dann kannst du die in so, Dings einlösen. Irgendwie. Ja, diese Gems da. Ja, wofür sind die eigentlich? Also, was kannst du damit erreichen? Die Edelsteine? Ja, was kannst du damit erreichen? Hab ich keine Ahnung, weil ich das nur einmal gemacht habe und ich glaube, du kriegst da. Ich hab das auch jetzt einmal gemacht. Ich hab das gesehen, ich hab das jetzt einmal gemacht und ich hab das nicht kapiert. Ich hab nicht verstanden, wofür das. Ich glaube, das ist so eine Art Währung auch für die Karten. Dann kannst du statt Echtgeld halt diese komischen Gems da eintauschen. Aber so richtig weiß ich das auch nicht, was ich das nie mach. Ja, mein Kollege, der investiert immer richtig viel für die Karten, damit er seinen Steam-Account levelt und so, weil er da voll Bock drauf hat. Und ja, keine Ahnung, er versteht auch nicht, wofür diese Gems, Games oder was weiß ich, wie das genannt wird, da sind, ne? Wir haben uns heute voll lange darüber so. Wir haben darüber voll lange diskutiert, weil wir einfach nicht verstanden haben, wofür die da sind. So, vor allem, du kannst da Booster Packs mit erstellen und die Booster Packs, die musst du dann wieder verkaufen oder musst tauschen und kriegst dafür 3 andere oder was? Oder wie ist das gedacht? Erklär mir das.
Also diese Booster Packs, die sind eigentlich dafür, dass du halt drei Karten kriegst und wenn du alle Karten zusammen hast, dann kriegst du auf jeden Fall so ein Pack, wo zum Beispiel so ein Steam-Profil-Hintergrund drin ist und was weiß ich alles, so Klar, irgendwelche weil ich Accounts. weiß, dass du musst dir so und so viele Karten sammeln und dann kriegst du dann kannst du ja Level freischalten. Also im Prinzip, du brauchst ja alle Karten, kriegst du irgendwie 100 XP für dein Steam-Level und dann schaltest du ja irgendwie ab Level 5 schaltest du ja was frei für dein Steam-Account irgendwie in den Hintergrund oder was weiß. Aber irgendwie, so seitdem diese Gems oder was das ist, da sind, check ich das. Steam ist mir zu kompliziert geworden. Muss man mal googeln. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oha. Was? Was ist da gerade passiert? Explosion? Sorry, ne, ich muss aber gerade einmal weg. Hat gerade draußen irgendwie übelst geballert. Ich habe keinen Zugriff darauf, kannst du gleich hier hin oder so. Okay. Ja, dann würde ich auch mal sagen, ganz kurz auf eine Pause, ne? Bis gleich. Alter.